Der Brauch des Fasselrutschens erfreut sich rund um den Leopolditag vielerorts einer langen Tradition. So auch in Bruck an der Leiter. Seit 2019 ist das Fasselrutschen auf Initiative von Bürgermeister Gerhard Weil wieder fest im Veranstaltungskalender verankert. Das Fasselrutschen rund um den Leopolditag hat eigentlich eine lange Tradition, die nach der Unterbrechung im Jahr 2019 durch Bürgermeister Weil wiederbelebt wurde. Früher einmal, wie ich noch klein war, war ich mit meinen Eltern hier und da hat es der Gesangsverein organisiert und wurde halt ein Schilling bezahlt und dann durfte man über das Fassl rutschen. Ich habe das 2019 wieder aufgefasst und habe das erstmalig dann wieder veranstaltet. Wir haben dann ein bisschen eine Pause gehabt, aus besagten Gründen, weil halt die Pandemie war und wir haben jetzt wieder eine Premiere 2023, habe ich dann wieder das Fassl rutschen zu Leopoldi wieder organisiert. Also wenn ich zurückerinnere, wie ich in den Kinderschuhen gesteckt bin, dann hat es die Tradition tatsächlich gegeben. Also ich bin ein Kind der 70er Jahre. Das hat es lange Zeit dann nicht gegeben in Bruck an der Leiter. Und dank dem Bürgermeister Weil gibt es es jetzt wieder, mit einer kurzen Pause, Corona-bedingt. Aber wir sind alle happy und glücklich, dass die Tradition lebt und dass wir uns heute in der Stadthalle quasi in den schönen Rahmen wieder treffen können, vor allem mit dieser musikalischen Begleitung. Das ist sehr nett, das ist immer ein schönes Fest. Es ist eine Rutsche da, man sieht, dass Alt und Jung da gerne rutscht und das macht Spaß und so soll es sein. Direkt beim Eingang gab es gegen eine freiwillige Spende Schnaps für die Gäste. Beim Fest selbst sorgte die Leiterberger Blechmusi für musikalische Untermalung. Uns gibt es auch in der XXL-Version, wo wir von modernen Liedern in Austropop bis zum Andreas Gabalier spielen. Aber den heutigen Abend werden wir ganz traditionell untermalen vom Land Tirol, die Treue bis zu Treibt die Gänse raus. Es gab eine Weinbar mit regionalen Spitzenweinen und für das leibliche Wohl sorgte die Pizzeria Kaffeebar Haas. Wir haben auch hier warme Speisen, vom Schnitzel angefangen über Schweinsbratner und Gulasch und auch natürlich köstliche Mehlspeisen zum Abschluss. Aber der krönende Abschluss ist natürlich die Weinverkostung hier von den Winzern, von den Brucker Winzern. Wir sind die Vertretung vom Brucker Weinbauverein, Brucker Winzer. Wir haben heute ein bisschen einen heurigen Jahrgang mitgenommen, ein bisschen was Gereifteres, Rotweine, Weißweine und ein bisschen was Sprudeliges. Dürfen wir euch da heute mit unseren Weinen verköstigen. Genau. Wir kochen immer frisch. Die Zutaten sind auch immer vom Bruck und Umgebung. Also auch das Fleisch, was wir jetzt gegessen haben, ist ein österreichisches Fleisch. Also wir probieren schon, Qualität auch ans Mann zu bringen. Ja. Das machen wir schon. Also man sieht das und man schmeckt das natürlich. Das Highlight der Veranstaltung bildete das Fasselrutschen, an dem sogar der Bürgermeister teilnahm und selbst hinunterrutschte. Es handelt sich um eine schöne Tradition, die lebendig gehalten wird.